Vorschlagsberechtigt. Sie hat eine Aktuelle Stunde beantragt zum Thema: Der Flughafen München GmbH darf keine Aktiengesellschaft werden. Sie kennen die Regeln der Aktuellen Stunde. Ich verweise insofern auf die Geschäftsordnung. Erster Redner der antragstellenden Fraktion ist der Kollege Zierer. Herr Zierer von den Freien Wählern, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Überschrift dieses heutigen Punktes könnte heißen: Im Lügenmeer der Staatsregierung. Ich muss sagen, ich denke, wir haben es alle satt, uns von der Staatsregierung immer wieder neue Lügen und Halbwahrheiten auftischen zu lassen. Falsche Prognosen zu Starts und Landungen bin ich ja mittlerweile gewohnt. Aber wie Sie jetzt mit der möglichen Umwandlung der Flughafen GmbH in eine Aktiengesellschaft umgehen, das schlägt im Fass den Boden aus. Dass sich die Staatsregierung in Sachen dritte Startbahn mittlerweile im Wochentakt selber widerspricht und ihr Kapitän Seehofer Mühe hat, das Ruder auch nur einigermaßen zu halten, zeigt für mich ganz deutlich: Ministerpräsident und Staatsregierung haben in Sachen Flughafen und dritte Startbahn den Kurs im eigenen Lügenmeer verloren. Vor etwas mehr als 3 Wochen, am 3. März, haben wir an dieser Stelle schon einmal über eine mögliche Umwandlung der Flughafen München GmbH in eine Aktiengesellschaft diskutiert. Damals ging es um einen Antrag der Grünen. Gefordert wurde ein klares Votum des Freistaates als Flughafengesellschafter gegen so eine Änderung zu sein. Wir haben diesen Antrag unterstützt, weil wir ein klares Votum wollten, damit eines nicht passieren kann: dass über ein Hintertürchen die Veto-Position der Stadt München ausgehebelt wird, wenn es um die dritte Startbahn geht. Im Gesellschaftsvertrag der FMG steht ganz klar, dass für einen Ausbau des Flughafens über die jetzige dritte Ausbaustufe hinaus die Zustimmung aller 3 Gesellschafter notwendig ist: Freistaat, Bund und die Landeshauptstadt München. Sie alle kennen die Situation. Die Stadt München steht weiterhin zum Bürgerwillen von 2012 und wird dem Ausbau einer dritten Startbahn nicht zustimmen. In einer Aktiengesellschaft aber wäre die Einstimmigkeit nicht mehr nötig. Eine Mehrheit würde reichen. Welch anderen Hintergedanken könnte die Staatsregierung also haben, wenn sie in der momentanen Situation über eine Änderung der Gesellschaftsform nachdenkt? Dass sie das tut, war zu Beginn der Woche nachzulesen. Vor 3 Wochen hörte sich das allerdings noch ganz anders an. Auslöser für den Antrag war eine Ausschreibung der FMG für einen neuen Wirtschaftsprüfer. Darin hieß es, dass von einem Börsengang bis 2020 auszugehen sei. Das war schon ein Hinweis darauf, dass etwas im Busch sein könnte. Denn so einen Satz schreibt man nicht einfach so in eine Ausschreibung hinein. Von der Staatsregierung und von Seiten der CSU wurde das als Alleingang der FMG-Geschäftsführung und als Formulierungsfehler dargestellt. Dass die Gegner der dritten Startbahn aufgrund dieser Ausschreibung hellhörig geworden sind, wurde von ihnen genau an dieser Stelle mehrmals verhöhnt. Kollege Weidenbusch hat damals dem Kollegen Magal Verfolgungswahn unterstellt. 3 Wochen später zeigt sich nun, dass das mit dem Verfolgungswahn gar nichts zu tun hatte. Es war schlicht und einfach die Wahrheit. Wer die Diskussion um den Flughafenausbau seit 10 Jahren verfolgt, der weiß, dass er Aussagen von der Regierungsbank nicht so leicht trauen darf. Denn die Staatsregierung trickst, wo sie nur kann, nimmt es, wenn es pressiert, auch mit der Wahrheit nicht so genau. Staatssekretär Hintersberger, na langsam. Staatssekretär Hintersberger hatte am 3. März erklärt, ich zitiere:
Entscheidungen der Gesellschafterversammlung zur Umwandlung und Börsengang stehen derzeit nicht an. Auch merkte er an, dass die FMG Pläne für einen möglichen Börsengang dementiert habe. Alles wunderbar, könnte man meinen. Nur, kein Börsengang heißt noch lange nicht keine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Und dass aktuell keine Entscheidung der Gesellschafterversammlung zur Umwandlung und Börsengang anstehen, heißt noch lange nicht, dass dies nicht in einem halben Jahr so der Fall sein wird. Die Formulierung wurde geschickt gewählt. Anders ausgedrückt sind es Halbwahrheiten. Besser gesagt, es ist eine bewusste Täuschung, nicht weit von der Lüge entfernt. Denn glaubt man den jüngsten Medienberichten, dann laufen in mehreren bayerischen Ministerien sowie in Dobrindts Verkehrsministerium bereits seit Monaten Prüfungen, wie die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft funktionieren könnte. Wenn das so ist, war der Oberbürgermeister Dieter Reiter noch sehr zurückhaltend, wenn er von einem kleinen, unfreundlichen Akt spricht. Man könnte es auch schlicht als Sauerei bezeichnen. Weil ihm sprichwörtlich alles aus dem Ruder läuft, hat der Ministerpräsident jetzt seinen Leuten einen Maulkorb verordnet. Ach Gott, es ist doch so, meine Herren. Was den Flughafen und die dritte Startbahn betrifft, das wundert mich nicht. Denn vor allem nach der Pause, nach der Posse zur möglichen Volksbefragung, da sind sich ja nicht mal Ministerin und ihr Staatssekretär einig. Man merkt, dass in der CSU die Nervosität steigt. Sie wollen diese Piste durchdrücken, egal ob es einen Bedarf gibt oder nicht. Dass die Flugbewegungen seit Jahren sinken, ist inzwischen allgemein bekannt, aber sie ignorieren diese Tatsache. Sie wollen die Startbahn auf Biegen und Brechen. Die Wahrheit und unbequeme Fakten stören sie dabei nur. Maulkorb hin oder her. Was die Pläne der Staatsregierung für eine Änderung der Gesellschaftsform angeht, ist jetzt eine Klarstellung gefordert. Fragen gibt es genug. Wie lange tüftelt denn die Staatsregierung hinter den Kulissen schon an einer solchen Lösung? Welche Verträge gibt es denn, in denen Klauseln stecken, die eine Umwandlung der GmbH möglich machen? Was steht denn in dem sogenannten Konsortialvertrag von 1998? Als der geschlossen wurde, hatte die Stadt München prüfen lassen, wie sie die Anteile verkaufen könnte, was sie zum Glück nicht getan hat. Weitere Fragen finden sich auch noch im Dringlichkeitsantrag der Grünen, der heute noch nicht behandelt wird. Ich fordere die CSU und die Staatsregierung an dieser Stelle auf. Ducken Sie sich nicht weg. Beantworten Sie die Fragen hier, hier und heute. Beenden Sie Ihre Halbwahrheiten und Ihre Irrfahrt. Nochmal. Im Gesellschaftsvertrag der FMG, den die drei Gesellschafter in den Jahren 72 und 73 geschlossen haben, steht klipp und klar, wofür eine Zustimmung aller Gesellschafter nötig ist. Die Verfügung über die Geschäftsanteile und die Veränderung des Gesellschaftsvertrags. Eine Umwandlung in eine GmbH, einer GmbH in eine Aktiengesellschaft würde also die Zustimmung aller Gesellschafter benötigen. Erklären Sie uns hier, und erklären Sie es eindeutig. Plant die Staatsregierung irgendwelche Züge, irgendwelche Winkelzüge, um diese Regelung zu umgehen? Ich fordere Sie auf, schaffen Sie Klarheit, tüfteln Sie nicht an irgendwelchen Tricks rum. Wenn das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden hat, dann muss auch hier in München eine Entscheidung fallen. Und zwar gegen die dritte Startbahn, weil sie unnötig ist, weil sie auf falschen Prognosen fußt, weil sie die Bürger nicht wollen und weil sie der Freistaat nicht braucht, weil sie die Wirtschaft nicht braucht, weil sie die Staatsregierung zwingt, bei der Wahrheit vom rechten Kurs abzukommen. Deshalb appelliere ich an die CSU und an die Mitglieder der Staatsregierung. Reißen Sie das Ruder herum, fahren Sie heraus aus diesem Lügenmeer und werfen Sie bei diesem Kurswechsel die Pläne für die dritte Startbahn endgültig von Bord. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.